Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video und ich zeige euch heute Firewall Ultra auf der PSVR 2 und zum Testen habe ich extra von Vrifle den Casual PSVR 2 Bundle Pro bekommen, das ist das ganze Set hier. Ich habe ein separates Video gemacht, da erkläre ich das Ganze hier nochmal genauer, gehe auf die Homepage ein und so weiter und so fort und ja, ist unten in der Beschreibung verlinkt. In der Infobox packe ich es noch und am Ende des Videos werdet ihr das auch nochmal sehen können. Und ja, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich spiele damit das Spiel hier und ja, es macht richtig viel Bock, muss ich ganz klar sagen damit. Und ja, das nur mal am Rande. Also Homepage ist unten verlinkt und ist das Video natürlich auch. Ja, ich habe mir Firewall Ultra angeschaut. Einmal im Übungsmodus, dann hat man ja eine Übungsplattform, sage ich einfach mal, wo man Granaten, Waffen und so weiter und so fort testen kann. Das gehe ich immer mal alles mit euch durch. Und ja, dann habe ich den PvE-Modus mit dem Voodoo, also den Thomas von voodoo.de getestet. Und ja, es war verdammt schwer. Ich habe jetzt erst gewusst, dass man diesen PvE-Modus auch zu viert spielen kann. Man muss dann, ja, Exfiltration heißt das Ganze, man muss Laptops knacken, muss eine gewisse Zeit in einer Zone stehen und dann kommen halt die Bots auf einen zu und man muss halt die Stellung halten. Es ist verdammt schwer knackig. Also am Anfang haben wir gedacht, ach, das ist ja super einfach beim ersten Laptop, aber dann merkt man relativ schnell, die agieren verdammt gut, die kommen auch in einer guten Stärke auf einen zu und ja, es macht aber trotzdem Spaß und ja, das seht ihr dann auch im Video, also zwei Positionen habe ich für euch, einmal diese Übungsstation und dann das Gameplay mit dem Thomas und ja, falls ihr den Thomas nicht kennt von voodoo.de, ist auch unten in der Beschreibung verlinkt, aber ich denke mal, jeder von euch kennt den Voodoo und ja, geht definitiv auch mal auf seinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt und ja, dann könnt ihr gleich unser gemeinsames Gameplay genießen, wenn man das genießen nennen kann, ich weiß nicht, aber mal zum Spiel, also mein kleines Review-Fazit, ich habe jetzt insgesamt, ich glaube mal so 2-3 Stunden verbracht. Was mir aufgefallen ist, was mir nicht gefällt. Also, das sage ich aber auch im Video, aber mal ganz kurz grob. Einmal, dass ich nicht manuell nachladen kann. Es gibt keine Funktion dazu. Also es geht alles nur per Knopfdruck und ja, zack, 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 dann wird das alles automatisch gewechselt. Ich kann keine Sachen selber aufheben. Magazin oder sonst was kann ich nicht selber aufheben. Ich muss das über die Grifftasten machen. Die muss ich festhalten. Eine Zeit lang dauert das dann. Und dann nimmt er sich automatisch das. Man sieht auch keine Aktion dann, dass er sich irgendwas nimmt. Und ich kann auch keine Granaten normal werfen, ich muss die erst irgendwie über die Grifftaste aktivieren, dann kann ich die mit dem Trigger dann zu irgendeiner Stelle hin positionieren, dann loslassen und dann dürfte die automatisch, man sieht auch so einen Bogen. Also das sind alles Sachen, die mich so ein bisschen aus der Immersion ziehen, meiner Meinung nach. Also mir gefällt das nicht. Es ist cool für Anfänger, keine Frage. Also ich will das Spiel jetzt auch nicht schlecht machen, aber ich möchte nur mal darauf eingehen, was mir so aufgefallen ist. Und ich kann auch keine ja, Haftminen oder sonst was selber selbstständig auf den Boden legen, weil es geht alles nur über Knopfdrücke und man sieht dann, okay, C4 ist jetzt grün, ich kann es jetzt da ablegen, dann legt er es auch automatisch ab. Mich zieht sowas aus der Immersion, aus der VR-Welt raus. Ich würde mir wünschen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, dass man sagt, okay, es gibt den Modus und es gibt den Modus. Das würde für mich mehr Sinn machen, dass man sagt, okay, es gibt Hardcore-Player, die wollen das alles so und so. Dann gibt es aber diese Casual-Player oder Anfänger, sage ich einfach mal, die besser damit aufgehoben sind, wenn das so funktioniert. Also das würde ich eher begrüßen. Ansonsten muss ich sagen, hat mir das echt gut gefallen. Ich habe jetzt aber noch kein PvP gespielt. Habe ich jetzt noch keine Zeit für gefunden, aber dafür PvE ja, umso mehr. Und auf dem Übungsplattform habe ich auch halt ein bisschen Zeit verbracht, um auch ein bisschen ein Gefühl für die Waffen und so zu bekommen. Grafisch muss ich sagen, richtig cool. Das macht richtig Spaß. Und was mir aber aufgefallen ist, es gibt auch einige dunkle Szenen, Räume, sage ich einfach mal. Und da sticht mir das Mora von der PSVR 2 sehr, sehr ins Auge. Also das sticht einem fast das Auge aus, muss man ganz klar sagen. Wer Mora nicht kennt, den Begriff nicht kennt, es ist ein Problem von OLED-Displays, so wie ich es gelesen habe. Und das ist ein Problem von der Fertigung. Und ja, es sieht so aus, dass ich durch irgendwie, ja,
ein Fliegengitter gucke oder ja, das ist aber nicht der Screen-Door-Effekt, den ihr sonst kennt, sondern es sieht irgendwie komisch aus, als ob irgendwie ein bisschen beschlagen wäre oder die ganz kleine feine Regentropfen auf der Linse wären. So kann man das ungefähr vergleichen. Man sieht es aber in manchen Szenen gar nicht und manchen dann schlimmer. Wenn ich jetzt ins Dunkle gucke und da fällt einem das mehr auf. Was der Voodoo eben noch angesprochen hatte im Gameplay, dass es auch teilweise so ein bisschen so einen grünen Schimmer gibt im Gameplay. Dass je nachdem, wo man hinguckt, sieht man so einen ganz, ganz feinen Grünstich im Spiel. Weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ist aber nicht störend. Es fällt einem aber auf, wenn man das einmal gesehen hat, fällt einem das so ein bisschen auf. Ansonsten macht echt Bock. Wir haben den Exfiltrationsmodus halt gespielt. Man kann den auch zu viert spielen, sollte man am besten auch zu viert spielen. Man muss ein gutes eingespieltes Team sein, nicht wie wir zu zweit und versuchen, gegen die Bots zu kämpfen. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, wenn man zu zweit drin ist, ob weniger Bots spawnen als mit vier. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ist auch eher so ein Ersteindrucksvideo von Firewall jetzt von meiner Seite aus. Und ich denke, ich werde auch nochmal einen PvP-Modus spielen und dazu ein Video machen. Und ja, ich wollte euch das Game jetzt aber erstmal näher bringen. Ersteindruck ist gut, aber nicht perfekt. Also es geht noch mehr. Die Punkte, die mir so negativ aufgefallen sind, habe ich genannt. Ansonsten macht das Spiel einfach Spaß. Und die Bots verhalten sich auch nicht schlecht. Also die verarbeiten, sag ich mal, die Situation verdammt gut. Man schließt Türen, dann macht einer die Tür auf, ein anderer stürmt rein. Und also das funktioniert schon verdammt gut, muss ich sagen. Die streunen jetzt nicht irgendwie ziellos durch die Gegend. Die machen schon Aktionen, dass die auch Türen sprengen und so weiter. Also das macht schon Bock. Der PvE-Modus macht mir speziell sowieso mehr Bock als PvP. Ich bin nicht so der PvP-Player. Da bin ich einfach schlecht drin, muss man ganz klar sagen. Aber ja, jetzt rede ich nicht weiter. Jetzt geht es erstmal in den Übungsraum, in die Übungsplattform und danach das Gameplay dann mit dem Thomas. Es gibt Timestamps, also könnt ihr auch gerne weiter steppen, wenn ihr Bock habt. Und ja, das war's dann von meiner Seite aus. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Abo-Button nicht vergessen, ja, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. So Leute, willkommen bei Firewall Ultra und hier sind wir auf dem Übungsgelände und ja, ich wollte euch mal alles zeigen, was es hier so gibt und euch ein paar Sachen auch erklären. Wir gehen mal ganz kurz durchs Menü auch. Also hier haben wir jetzt die Möglichkeit zum Hub zurückzugehen. Nein, wir wollen aber auf die Einstellungen gehen und hier haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können Vignetten einschalten, klein, mittel, groß. Ich hasse Vignetten deshalb aus. Zur Erklärung, Vignetten sind schwarze Umrandungen, die sich dann, wenn man sich bewegt, auftauchen und soll Motion Sickness ja, verhindern. Das ist auch Vignette beim Drehen, Vignette beim Rennen und ja, Headset-Vibration ist ganz klar, ne? Diese Vibration, wenn man getroffen wird am Headset selber. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Bewegung stufenweise oder flüssig zu machen. Ich mag das stufenweise mehr, weil bei flüssig bekomme ich ab und zu ein bisschen Motion Sickness, nichts Großes, aber ja, deshalb mag ich das stufenweise lieber. Ich weiß, es ist nicht realitätsnah, aber ja, ich vertrage das so besser. Das sind auch die einzigen Möglichkeiten, wo ich dann ein bisschen Motion Sickness bekomme. So, dann haben wir ja Tastenbelegung, Waffenhand rechts, Zielmodus halten, Bewegungsrichtung Körper oder Blick. Stell mal auf Blick. Dann haben wir die Möglichkeit hier Zoom in, wenn closing one eye. Das machen wir einfach mal auf aktiv. So, stellen wir nochmal, genau so. Dann haben wir hier die Audioeinstellungen, ne? Da kann man jede Audioeinstellung separat auswählen, was man haben möchte. Dann haben wir Untertitel, Tinnitusgeräusche, ob die auftauchen sollen oder nicht. Wir lassen sie einfach mal. Und ja, das war es eigentlich schon mit den Einstellungen. Dann sind wir hier quasi in der Übungshalle. Ich spiele jetzt hier, wie schon eben erwähnt, mit der PSVR 2 Casual von Rifle und mit der Pro-Version, da haben wir hier eine schöne Schulterstütze. Ich habe mir die so ein bisschen angepasst, dass es auch ungefähr mit dem Gewehr hier hinkommt. Und ja, also fühlt sich echt gut an. Wir schießen auch gleich mal so ein bisschen. Aber ich möchte euch erstmal das Game so ein bisschen zeigen und erklären. Also hier haben wir die verschiedenen Granaten, die nehmen wir uns gleich mal vorweg. Es gibt nur, zeige ich euch jetzt mal, automatisches Nachladen, also ich kann nicht selber irgendwie
nachladen, das geht nicht. Das klappt einfach nicht. Also ich muss wirklich per Tastendruck nachladen. Das heißt, wenn ihr so ein Gewehr habt und ihr spielt mit so einem Gunstock hier von Rifle, könnt ihr eigentlich den Magnethalter immer so lassen, es sei denn, ihr wollt irgendwas greifen. Was ich nicht toll finde, ist, ich kann nicht wirklich nach vorne greifen. Ich werde immer vom Spiel weggeschoben, weil hier ein Gegenstand ist. Ist nicht mehr so wirklich modern, sage ich einfach mal in VR. Das kann man besser lösen. Schaut mal, ich will einfach hier irgendwo hingreifen und werde immer nach hinten weggedrückt. Ich kann mir nicht einfach Sachen nehmen, sondern ich muss die per Tastendruck auf lange dann nehmen. Auch nicht wirklich schön gelöst, muss ich sagen. So, dann haben wir hier Schalten Sie eine Granate scharf durch Drücken und Halten der R2-Taste. Visieren Sie Ihr Ziel an und lassen Sie die Taste los. So, jetzt haben wir so eine Granate. Ich drücke jetzt hier die R2-Taste, das ist die Greiftaste. Und gleichzeitig auch den Trigger. Und dann kann ich halt wählen, wohin ich die haben möchte. Jetzt habe ich mich ein bisschen getroffen. So. Und so werden die Granaten geschmissen. Schalten Sie Haftgranaten scharf durch Drücken und Halten der R2-Taste. So. Visieren Sie Ihr Ziel an und lassen Sie die Taste los. Eigentlich auch relativ nice, wie man hier diese Dinger schmeißen kann. Und auch relativ zielgenau geht das Ganze. Ist eigentlich ganz cool gelöst. So, dann gehen wir mal ein bisschen auf den Schießstand hier. Die Blendgranatensimulation. Hier testen wir Ihre Reflexe. Wenn Sie Ihre Augen schließen, wird die Wirkung einer Blendgranate abgeschwächt. Blendgranate! Augen zu. Also ihr müsst dann wirklich auch Augen zu machen. Sonst hat man halt wirklich das Problem, dass man nicht sieht. Es wird auch automatisch nachgeladen. Wir machen nochmal mit der Blendgranate. Aber warum kann ich hier jetzt nicht einfach draufdrücken? Und ihr seht, wenn ich draufdrücken will, ich werde wieder nach hinten geschoben. Muss nicht sein. Das muss man besser lösen. So, Blendgranate, ich gucke jetzt hin. Okay. Hat mir jetzt auch nichts gemacht. Also es geht ganz, klappt ganz gut. So, da haben wir hier haben wir Munition. Würde ich auch schöner finden, wenn ich einfach einen Koffer nehmen kann und nachladen kann dann. Okay, jetzt kann man hier mal kurz lang gehen. Da oben. Achso, wir haben noch ein Menü. Jetzt nachladen. So, ich brauche einfach nur hingucken, was ich haben will. Ich gucke jetzt zur Granate und dann wählt ihr die auch aus. So, jetzt schauen wir mal. Wir ballern die mal hier oben an die Lampe. Geht das? Ach, guck mal. Okay, schade, dass sie sich nicht bewegt oder kaputt geht. Wäre auch echt nice gewesen. Hier haben wir eine Scharfschützenzone. Die können wir jetzt auch mal kurz ausprobieren. So, ich muss jetzt auch wieder um die zu nehmen. Also, um das Scharfschützengewehr zu benutzen, für Anfänger okay, aber Position, zielen Sie und schließen Sie Ihr freies Auge um den Scharf der Scharfschützenbereich. Zeigen und verbessern Sie Ihre Fähigkeiten als Scharfschütze. So. Ich müsste erstmal hier welche sehen, da haben wir doch. Und da sind auch Melonen. Ha. So, jetzt kann man sich das mal angucken gehen. Also es ist sehr, sehr stark auf Anfänger getrimmt. Es muss nicht schlecht sein, aber ich könnte auch eigentlich das so gestalten, dass alle glücklich sind und es gibt verschiedene Einstellmöglichkeiten, die ich dann machen kann, um ja alle glücklich zu machen. Manuelles Nachladen und so weiter sollte eigentlich möglich sein. So, jetzt haben wir hier noch muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich noch mal... Der Ausrüstungsbereich. In dieser Umgebung können Sie verschiedene Gegenstände und Fallen testen. So, mal schauen, ob ich jetzt hier was habe. Ah, guck mal. Was ist das für ein Gerät? Das
kann ich hier dran setzen. Und was macht der? Ich glaube, das scannt, ne? Ich weiß nicht, ob der jetzt Alarm geben würde oder so. Was haben wir hier noch? Um Betäubungsminen einzusetzen, drücken und halten Sie die R2-Taste. Der grüne Umriss zeigt, wo Sie platziert werden können. Lassen Sie dann R2 los. Keine Sorge, Verbündete lösen Sie nicht aus. Okay, ich würde die aber gerne trotzdem ausprobieren. Also das sind die Gegenstände, die man so gegen seine Feinde dann einsetzen kann. Wir haben hier noch C4-Sprengstoff. Bereiten Sie C4 vor durch Drücken und Halten der R2-Taste. Lassen Sie zum Platzieren R2 los und drücken Sie zum Sprengen die Taste in sicherer Entfernung erneut. So, das war jetzt nicht das C4, da ist das C4. So. Können wir eigentlich... Komm, wir probieren das einfach mal hier. Hier neben. So. Jetzt haben wir hier die Fernbedienung. Die anderen auch hochgehen. Okay. Ist wirklich alles kaputt. Also man sollte ein bisschen weiter weggehen, aber... Ihr seht, hat ganz schön viel Dreck gemacht. Hier haben wir so eine kleine Tretmine. Drücken und halten Sie die R2-Taste. Der grüne Umriss zeigt, wo sie platziert werden kann. Lassen Sie anschließend R2 los. Auch hier muss ich wieder sagen, Verbündete lösen Sie nicht aus. Warum kann ich die nicht einfach selber hin platzieren? Nein, ich werde vom Spiel gehindert, die wirklich auf den Boden zu legen. Nein, geht nicht. Geht in der heutigen VR-Welt oder VR-Zeiten nicht mehr. Wie gesagt, für Leute, die gerne anfangen und erstmal VR erleben möchten, kann man sowas einbauen, aber für alle Veteranen so sollte auch ein Modus drin sein. Um den Türblockierer zu nutzen, positionieren Sie ihn durch Drücken und Halten der R2-Taste. So, ja, meine, und lassen Sie diese dann. Ne? Ihr seht, ich kann die Tür auf- und zumachen und... So, und schon ist die Tür blockiert. Es kommt keiner mehr rein, raus und so weiter und so fort. Natürlich auch schöne, coole Spielzeuge sind das hier. Und jetzt müsste ich mir gleich noch eine andere Waffe organisieren. Vielleicht Lights Required, da haben wir, doch was. So. Das muss ich mal ganz kurz gucken. Ah, guck, hier haben wir jetzt auch ein Licht. Auf den linken Controller muss dann Viereck gedrückt werden, glaube ich, ist es. Genau, Taschenlampe ein aus. Nachtsicht haben wir auch. Dann haben wir nicht. Also das muss man natürlich auch dann erst finden. Gehen wir mal hier gucken. Auch cooler Nachteffekt. Wenn das Mura der PlayStation nicht wäre, wäre das ganz nice. So, hier haben wir so einen Gauntlet-Run. Das heißt, es ploppen immer... Der Übungsparcours. Wenn Sie bereit sind, Ihre Fähigkeiten mal auf Zeit unter Beweis zu stellen, um auf die Bestenliste zu kommen, sehen andere Kontraktoren, was Sie so drauf haben. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Los, los, los. Haben wir jetzt einen guten getötet? Kann das Tracking nicht hinterher. Nachladen. Das war ein Zivilist, verdammt. Gut, Kollateralschäden. Ich glaube, den Zivilisten habe ich gerade auch. Auch in den Kopf geschossen. This way. Okay, also manchmal will das Tracking nicht so. Kann wegen meiner Beleuchtung sein. Was ist denn jetzt los hier? Nachladen, schnell.
Ich habe das Gefühl, dass die Waffe gerade macht, was sie will. Aber hier jetzt nicht, komischerweise. Okay. Also, das war der... Die Überwachungskameras sind entscheidend für Ihren Erfolg. Also üben, schalten Sie nach links oder rechts durch die Kameras. Wenn Sie einen Gegner ausmachen, wird dessen Position kurz angezeigt. Sagen Sie auch Ihrem Team Bescheid. Kommunikation ist alles. Okay, ja, dann kann man sich halt in die Anlage hacken. Auch cool, dass es sowas gibt. Also Animationen und so sind echt cool gemacht, wie wir hier sehen, ne? Aber ja, vom Gameplay her fehlt mir halt leider noch ein bisschen was. Gucken mal, was wir hier noch machen können. Keine Ahnung, was hier steht. Okay, da waren wir ja gerade. Da sind wir ja lang gegangen, okay. Ja, das war es so im Großen und Ganzen in diesem Übungsareal hier. Eigentlich ganz cool, dass man hier wirklich mal alles ausprobieren kann an Granaten und was es so alles gibt. Jetzt probieren wir nochmal ganz kurz das mit dem Flashbang aus. Da bin ich jetzt mal gespannt, wenn ich wirklich hingucke. Blendgranate, Augen zu! Okay, dann sieht man wirklich kurzzeitig alles weiß. Was haben wir hier noch? Um Rauchexplosionen zu werfen, drücken und halten Sie die R2-Taste. Visieren Sie Ihr Ziel an und lassen Sie R2 los. Oh, das ist natürlich auch... Schöner, dichter Rauch. Das ist nicht verkehrt. Sieht gut aus. Schalten Sie Blendgranaten scharf durch Drücken und Halten der R2-Taste. Ziel anvisieren und zum Werfen R2 loslassen. Ich finde, der... Schalten Sie Rauchgranaten scharf durch Drücken Effekt und müsste ein bisschen länger bleiben. Sie Ihr Ziel an und lassen Sie R2 kann los. Natürlich sein, dass es im Spiel noch mal ein bisschen anders ist. Also die Halle ist schon ganz, ganz cool gemacht als Übungsplatz. Gefällt mir. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Übungsplatz hier. Und dann lass uns mal wirklich ins Gameplay gehen, ins Hub und dann eventuell auch ja, in ein Koop-Gameplay. Bis gleich. Yes. Hi. Also das ist definitiv die versteckteste Spielstartfunktion, die ich jemals gesehen habe. Definitiv, ja. Oh Mann. Laptop suchen, Daten herunterladen und schnell wieder raus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die KI ist. Ich auch. Da ist schon einer. Ja! Wie lädt man nochmal nach? Also. Oh, da kommt wieder einer. Krasser Scheiß. Über Button, ne? Oh. Guck mal, da liegt irgendwas. Der hat was verloren, glaube ich, ne? Eine Munition hat er. Wie kann ich das aufheben? Gar nicht. Einfach drüber laufen. Einfach drüber gehen, ja. Punkte gefunden. Boah! Hab ich mich erschrocken, ey. Der Drecksack. Der hat eine Granate geschmissen, oder? Nee, ich glaube, der hat nur gebandert, oder? Weiß ich nicht. So. Wir müssen zu diesen Laptops, ne? Glaube ich, zu diesen Punkten da. Ich glaube, wir müssen da durch die Tür. Die sind unten, ne? Ja. Können wir die Tür hier auf gucken? Ist da irgendjemand? Haben wir auch eine Taschenlampe irgendwie? Ne, die geht jetzt nicht. Kein Schimmer. Okay. Vielleicht jemand auf dem Headset? Ne, normal ist sie auf dem... Die haben sich doch alle beschwert, dass das Spiel so dunkel ist. Ich glaube, das geht nicht. Wie? Hier sind auch Laptop, aber wir müssen wahrscheinlich wirklich nach unten, ne? Ja, hier die Treppe mal runter. Aber da ist irgendwelche... Da unten ist mal keiner. Kann man eigentlich irgendwo einstellen, wie viele Bots und wie schwer die sind? Ich denke nicht bei Koop. Wird das nicht möglich sein. Ach guck mal, hier ist doch schon was. Ich logge mich mal ein ins WLAN. Okay, ab zu den Laptops und die Daten holen. Ach stimmt, wir müssen ja zuerst dieses Ding. So, jetzt machen wir das. Das ist ein Laptop hier. Und dann kommen wahrscheinlich Laptops die... gefunden.
Bleiben Sie weiterhin leise und starten Sie so, den Download. Ich mach das mal an. Download begonnen auf Laptop C. Ich wette, jetzt kommen die alle hier. Ja, ja. Müssen wir mal gucken. Bleiben Sie leise, genau. Die schreien schon. Da schreit schon einer. Boah! Das erschreckt mich über. Mein Gott. Ich auch gerade. Die kommen echt überraschend, ne? Ja. Ich muss nachladen. Die beamen sich einfach da rein. Noch ist ruhig. Noch ist ruhig. Wie viel haben wir noch? 27 Sekunden. Das wäre eigentlich zu einfach schon fast. Das ist die erste Mission, ne? Die fängt ruhig an. Ja, okay. Au! Ja. Oh, da kommt noch einer von rechts, glaube ich. Aber man kann auf jeden Fall durch die Blumen schießen, das ist schon mal gut. Jo. So, und jetzt da oben ist auch noch ein Punkt A. Da oben müssen wir auch noch, genau den haben wir. Jetzt müssen wir irgendwie da oben hin. Okay, komm, versuchen wir mal. Da hinten ist eine Treppe. Ah, da hat von links kam was. Ja, da habe ich auch gehört. Das ist so dunkel da hinten. Wo bist du? Ah. Ja, wir müssen ganz ruhig bleiben. Wir müssen ruhig bleiben. Ach, schönes Büro, oder? Boah, hinter uns hat irgendeiner eine Granate geschossen. Der hat sich selbst in die Luft gejagt, glaube ich. Ich glaube auch, da. So ein Idiot. Nice. Mir fehlt hier aber das manuelle Nachladen irgendwie total. Ja, mir auch auf jeden Fall. Und hast du mal auf den linken Trigger gedrückt, dann tut er diese... Oh, Granate! Oh. Da ist ein... Ja. Ich gehe schnell zum Laptop. Munition mehr. Krass. Bleiben Sie weiterhin leise und starten ist hier Sie irgendwo so eine Kiste? Alpha Laptop lädt runter. Das müssten wir. Da ist doch manchmal so eine Kiste, ne? Irgendwo lag einer, ja. Ich wechsle mal die Waffe. Ich nehme mal diese. Ich habe ja sonst nichts anderes jetzt. Also viel habe ich auch nicht mehr an Schuss. 30 im Magazin und 47 noch. Ja. Oh. Da ist einer. Von wo? So diese. Hier aus dieser komischen Küche oder was sein soll. Das ist Lounge. Und auf dem Weg zu ihrem Standort. Wir müssen mal gucken, wo die sind. 8. 7 Sekunden, das ist machbar. Da Granate. Oh, da wirft. Oh shit, zurück. Ich bin down. Oh nein! Nein, ich auch! Okay, ich nehme das zurück mit einfach. Also, das ist, glaube ich, viel zu einfach. Ja, ich habe aber ganz ehrlich nicht auf die Munition die ganze Zeit geachtet. Ich habe ganz vergessen, dass die ja limitiert ist. Also ich glaube, man müsste immer, wenn man die K.O. schießt, sammeln. Warte. So, jetzt sind wir wieder hier. Gesagt. Wenn wir die gekillt haben, bevor wir zum nächsten gehen, erstmal Munition sammeln von den Gegnern. Genau, ja. Oh, und da sind auch diese Kisten manchmal. Da sind so große Kisten und da kann man das auch rausholen. Komm, zweiter Versuch. Wir sind hartnäckig. Voll verkackt schon wieder. So. So, jetzt. So, da sind wir wieder. Was haben wir denn? Jetzt geht dieser Grip-Modus wieder nicht. Oder geht das erst, wenn es losgeht? Ja, ja. Ah, jetzt. Sie okay. Wissen, wie es läuft. Okay. So. Daten von den Laptops stehlen und dann verschwinden. Aber wenn wir jetzt hier lang gehen, müssen wir bestimmt auch irgendwann mal so Munition oder sowas finden. Ja, ich habe sogar gerade so ein Ding gesehen, aber da habe ich es voll verpeilt. Also Medikits habe ich auch gefunden eben. Genau. Geht er da hinten lang oder hier? Ich höre schon Schritte. Ja, von rechts, ne? Mhm. Um die Kurve gucken. Okay, gefunden. Da. Ich schicke Ihnen die Zugriffspunkte. Die Zeit drängt, also Beeilung. Okay, WLAN-Punkt. Wow! Ja. Mein Herz. Also, die sind echt nicht schlecht, ne? Alter, haben die da so ein Ding platziert? So eine Sprechfolge? Ich hab die gerade noch gesehen, aber. Wir können alle Laptops sehen. War zu spät. Okay. Schauen wir, was sie verbergen und vermeiden wir unnötige Aufmerksamkeit. Okay, 3 Laptops. Jetzt müssen wir hier. Oh, der ist mir direkt von die Flinte gelaufen. Jetzt ist hinter uns. Noch einer. Puh. Kurz gucken, ob hier so eine Kiste ist. Nee. Und jetzt können wir gucken, ob die was fallen gelassen haben, aber. Ja. Aber das wird ja, glaube ich, immer so weiß eingeblendet. Ne? So nicht eine vergessen, Sie bekommen hier, mehr mal, Geld, wenn Sie eine Krypto-Mining-Einheit aufspüren.
Ja. Ja? Ich glaube schon. Oder was ist das? Boah, das dauert aber lange. Oder ist das was anderes? Das ist was anderes. Aber was nehmen wir es mal. Was genau? Das kann nicht schaden. Vielleicht irgendein Bonus. Vielleicht, wir kriegen ja immer so Währung und so, dass wir das, da irgendwas kaufen können. Das kann sein, ja. Mhm. Krass. Okay, gehen wir erst zu B? Ja. Oh, da hinten ist er. Ich habe einen schon gesehen von rechts. Der kommt da durch jetzt. Der Drecksack. Da ist er. Alter, was? Der ist aber weggeflippt gerade bei mir. Ah, da ist ein Laptop. Hier ist Munition. Das ist Munition, genau. Denke ich mal. Wie kann ich das nicht? Ah, jetzt, okay. Ah, das so. Mit den langen Halten, das gefällt mir auch nicht ganz so gut. Nee, das ist irgendwie doof. Ja. Aktivieren wir den Laptop, ja? Ja. So. Laptop B, Download eingeleitet. Oh, da ist auch Coin. Guck mal, das ist Munition. Genau. Oh, shit. Ich bin gerade die Coins am Sammeln, wir werden schön erschossen dabei. Dann. Das ist aber gar nicht schlecht, jetzt können wir hier. Guck mal. Einfach die Tür zu machen, das passt schon. Und hier schön warten. Genau. Da ist einer, ich hab den durch die Wand glitschen. Ja, da hinten. Guck, siehst du die Waffe da durch? Aber kommt jetzt echt keiner rein, weil hier die Tür zu ist? Oh. Doch. Krass. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Okay, ich auch nicht. Laptop B ist durch. Oh! Ich musste gerade nachladen. Puh, ich mach mal jetzt. Ist aber nicht schlecht gemacht, finde ich. Ja, das geht eigentlich. Das macht. Also tatsächlich macht das irgendwie mehr Bock als das 4 gegen 4 irgendwie. Also es liegt vor allem daran, weil ich da so ein Noob bin. Ja, du musst PvP echt gut finden. Ist auch nicht mein Fall, muss ich sagen. Ja, ich mach auch lieber PvE und oder Koop. Oh, guck mal, die Kiste ist jetzt weg. Wir haben alles aufgebraucht. Krass. Von irgendwo kommen welche. Da ist einer. Oh, direkt ins Hirn. Also von links sind einige. Ja. Oh, die Munition hier. Die kannst du aufheben, wenn du willst. Müssen wir uns so ein bisschen aufteilen, ne? Guck mal, hier können wir... Jetzt können wir Gegner spotten. Ah, das ist eine Kamera. Jetzt kann ich gucken, wo Gegner sind, und die werden dann, glaube ich, markiert auf den Karten. Echt? Ja. Aber hier ist kein. Also, ich sehe nirgendwo einer. Die werden wahrscheinlich immer einfach nur spawnen, ne? Genau. Gehe ich mal von aus. Okay. So, jetzt. Ah, da ist der nächste. Ne? Genau. Hier ist ein Medikit, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Was ist das? Ne, Medikit würde ich echt für gleich behalten. Genau. So, dann. Laptop gefunden. Oh, hier sind wir eben verreckt, ne? Damit wir an die Daten kommen. Mhm. So, jetzt. Laptop C Download eingeleitet. Ja, diesmal müssen wir. Ja, hier ist ein bisschen offener, hier ist ein bisschen schwieriger. Weil die jetzt von allen Seiten kommen können. Ja, und wir müssen hier in dem Kreis bleiben, oder? Denke ich doch mal. Das ist, glaube ich, einer von uns, oder? Ich schätze mal aus, sonst. Man müsste hier so eine Barrikade bauen. Von rechts höre ich Schritte, glaube ich. Ah, das hat sich auch anders vorgestellt. Und noch, ich höre wieder was. Ja, ja. Die Treppe hoch. Oder von da? Na, hä? Ah, nee, von da hinten. Scheiße! Oh, Granate! Oh, ich werd angehittet. Holy shit, da hinten ist noch was. Ich muss nachladen. Krass. Haben wir es gleich, ne? Musst du gleich. Eine Sekunde. 1-0. Gute Arbeit. So, jetzt brauche ich ein Medikit. Die lagen hier. Okay. Hinter. Wo habe ich den denn jetzt gehört? Der war hinter. Da. Drecksack. Ich höre wieder welche. Ich muss mal kurz. Hinter dir. Puh. Ich muss mich gerade im Zimmer drehen. Weil ich wieder so Tracking-Aussätze hatte. Nimmst du auch ein Medikit, ja? Ich nehme es auch mal eins, genau. Runter wieder, nicht zur A. Und irgendwo. Wo? Einer. Da! Ich glaube, in der Küche hier drin.
Oder Lounge. Da ist noch einer. Lounge. Ich glaube, da ist einer hinter dem Tisch, oder? Da ist noch einer. Ja. Okay. Brauchst du Munition? Ich hab noch 73. Bin ich auch ungefähr so. Hinter uns! Ist gar nicht so. So wenig los hier, ne? Ja, die gehen richtig ab hier, die Säcke. Vielleicht auch mal mit einer Granate schmeißen. Boah. Ach stimmt, wir haben auch Granaten, das vergesse ich auch laufend. Aber das Werfen ist so bekloppt mit dem Eye-Tracking. Eine Minute. Ja, das gefällt mir auch nicht so wirklich. Oh krass, wir haben nur noch eine Minute. Oh, da müssen wir jetzt runter. Ich komme mal hier. Oh, da. Scheiße. Hör, wo bist du? Da? Ach, da stimmt, da geht noch schneller. Nur reicht es jetzt, wenn wir ihn aktivieren und dann läuft die Zeit, oder? Ich hoffe. Da ist er. Sie aktivieren den Laptop. Noch 30. Laptop A-Download eingeleitet. Okay, ich glaube, jetzt läuft die Zeit, glaube ich. Ja. Ich habe schon einen gehört. Treppe. Scheiße. Oh ja, jetzt bin ich aber ganz schön angeschlagen. Von rechts, glaube ich. Ich höre welche um die Ecke. Noch hier um die Ecke, Sekunden. Wo ich stehe. Nach 10 Sekunden, das können wir ja nicht schaffen. Das ist ja doof. Ja, wir hätten, glaube ich, schneller sein müssen. Okay. Ja, das Spiel ist aber noch nicht vorbei. Das ist gut. Ich lade nach. 40 Sekunden, vielleicht können wir es doch noch irgendwie. Da! Von hinten, oh Gott. Ich bin ziemlich angeschlagen. Ja, ich auch. Ja, oh nein. Down. Nein. Retz. Kannst du mich jetzt... Nein, jetzt wirft er eine Granate. Oh, fuck. Oh Gott. Und es kam noch einer. Mehr als enttäuschend. Okay, das ist doch ziemlich schwer. Krass. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Heilige Scheiße. Was sagt er hier? Achso, das ist einfach nur, wie viel man da... Oh. Ah, guck mal! Ja, das sieht cool aus. Krass. A4, 3... Auch ein bisschen heller, ne? Ist auch heller, ja, genau. Es gibt drei Laptops. Stehlen Natürlich. Sie Ihre Daten und gehen Sie dann zum Extraktionspunkt. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen schneller sein. Ja. Das sieht ja krass aus. Also die Grafik ist ja nicht schlecht, ne? Ne, Grafik ist gut. Kann man nicht mehr. So, dann mal ab zu den Zugriffspunkten. Die Party kann endlich beginnen. Tschüss. Oh! Puh. Okay. Was ist denn schon stramm, die Gegner? Was ist das hier? Ah, das Medipack. Okay, brauchen wir noch nicht. So, wo werden die uns angezeigt? Okay, sollen wir erstmal nach B hinten? Ja, der hat eine Tür aufgemacht. Ah, ja genau. Benutzt du eigentlich diesen Zielmodus? Zielmodus? Ach so, das mit dem Eye-Tracking? Laptops gefunden. Ja, nehm mit dem, wenn du auf den, auf den linken Trigger drückst. Laptop B lädt runter. Linken Trigger. Ach so. Da nee. Macht er doch so einen komischen. Ne, ich benutze das auch nicht, aber die haben alle gesagt, man soll das benutzen, weil das genauer ist irgendwie. Aber mir geht. Also ich bin am Laptop. Ist glaube ich gar nicht so schlecht. Ich bin tot. Oh, scheiße. Kann ich dich denn wiederholen? Ich glaube schon. Boah, da draußen war die Hölle. Boah. Warte mal, jetzt kann ich doch hier diese Kameras. Ne, ich kann dich nicht wiederholen. Das muss echt mal besser laufen. Boah, das ist ja noch krasser. Ey, das ist richtig tramm, oder? Krass, das hätte ich gar nicht gedacht. Alter. Ich glaube, man muss echt sich irgendwie beim Laptop verschanzen und dann warten, bis die kommen. Aber ich habe jetzt eine ohne Red Dot, das ist blöd. Also nicht, dass ich das irgendwie kann. Aber mit dem Red Dot war schon besser, aber irgendwie... Hä, wie kann man das denn? Ach, guck mal, Defender hat eine komische Schrotflinte. So. Könnte auch nice sein mit der Schrotflinte. Und wir
C4 hat man und man kann die Tür blockieren. Komm, dann nehme ich mal. Ich mach mal Defender. Die andere. Ich nehme jetzt mal hier die andere. Kann ich, muss ich das jetzt bestätigen? Ich geh mal kurz hier. Da, wenn man diesen Zielmodus benutzt, ist es aber ziemlich langsam, das Ganze, ne? Ja, das stimmt, ja. So. Alter, jetzt habe ich schon eine andere Knarre. Mal gucken, ob ich damit noch schlechter umgehen kann. die sieht ganz schlecht aus. Suchen Sie schnell die Zugriffspunkte. Oh, da ist einer. Da ist einer, ja. Zucker schlecken. Okay. Der hat es schon mal hinter sich. Achtung, habe die Zugriffspunkte gefunden. Okay. Sende Standorte. Ich weiß, dass du hier. Jo. Alter, wie geil das aussieht mit der Schrotflinte da bei dir. Sie ist gut. Wir sehen jetzt, wo die Alter, hab ich ihn. Oh, da kommt einer, ja. Und dann pünktlich zum Mittagessen. Jetzt hier rum wahrscheinlich. Was ist der denn? Den einen habe ich erledigt. Draußen den. Gehen wir zur B oder zu A? Boah! So ein Arsch! Boah! Coins. Boah, jetzt bin ich komplett im Arsch. Das ganze Bild ist rot. Okay, dann müssen wir gucken, ob wir noch ein Dings finden gleich. Medikit. Aber das geht ja, glaube ich, jetzt wieder weg. Ich glaube, das heilt sich ja von selber, ne? Nach einer Zeit wahrscheinlich, ja. Jetzt ist schon wieder weg. Achten Sie auf Krypto, insbesondere Mining-Einheiten. Vielleicht. Da. Aktivieren Sie den Laptop und ich starte den Hack. So. Igeln wir uns ein. Ja. Ich gehe hier in die Ecke. Download begonnen. Ausschau halten nach ungebetenen Gästen. Aber guck mal, wenn wir beide hier rausgehen? Die läuft jetzt. Ah, dann läuft es nicht weiter. Ah, einer muss. Okay. Einer muss drin bleiben, ja. Aber hier sind wir doch eigentlich ganz sicher, theoretisch. Da ist einer draußen. Was? Hier. Und wieder zu. Komm. Wie geil. Komm, wir müssen ja wohl. Das kann ja wohl nicht sein. Wir haben aber vier Türen, ne? Mhm. Ah, mal gucken. So, meine Fresse! Da schlägt sie sich zu Tode. Da glitscht auch schon wieder eine Waffe durch die Tür, da habe ich schon gesehen. Ja, das. Okay. 4, 3, da ist noch einer. Einhändig habe ich ihn gerade. Okay, Laptop B ist durch. Okay, zum nächsten. Wo ist der nächste? Oh, die sind ein bisschen weiter weg, okay. Was hat die gesagt? Boah, hier sind überall Gegner. Erst zu A. Hier ist mal keiner. Puh. Die Strecken sind nicht schlecht. Ja. Junge. Ich sehe den gar nicht. Der ist im Haus. Schnell weg hier. So, da müsste der Laptop sein. Schnell wieder in die Hütte hier. Hier ist es sicher Sie relativ. Den Laptop finden. Aktivieren Sie. So, ich kann jetzt eine Tür kann ich mal blockieren. Geht das nicht schneller, wenn wir beide hier drin stehen? Nicht. So, die Tür. Ach, die Tür ist blockiert. Haha, ihr Säcke. Und hier könnte ich jetzt mal. Ne, C4 lasse ich gleich für den letzten Laptop. Da kommt noch einer. Habe ich gerade gesehen. Der steht vor der Tür. Boah, hast du gesehen, wie krass die das machen? Der macht die Tür so auf und dann geht der zur Seite. Die KI ist schon interessant auf jeden Fall. Ich habe nicht mehr so viel Munition. Ich auch nur noch 13 Schuss und die 30 noch. Okay. So. Wo ist der nächste? Munition finden. Boah! Na, der denn hingeschmissen? Da oben schon noch einer. Junge! Hinter uns! Scheiße, ich bin gleich leer. Ich hab auch nicht mehr viel.
Okay. Scheiße, hier muss doch irgendwo noch. Wir müssen jetzt schnell ins Haus. Wo sehen wir die Zeit eigentlich? Hier ist Munition, hier. Oh, das ist gut. Hoffentlich. Ja. Oh. Junge. Scheiße. Die halten einen auf Trab, die Jungs. First Aid Kit? Das nehme ich mal, weil ich bin nämlich ziemlich im Arsch. Wobei, ja, das. Keine Ahnung, das geht ja direkt wieder. Hinter uns, da kommt einer. So, wir müssen die Treppe hoch. Irgendwo, aber ich weiß nicht, wo die Treppe ist. Sieht geil aus mit der Taschenlampe. Richtig cool. So. Hier, ne? Würde ich sagen. Genau. Oh, der ist ganz offen. Okay, ich platziere hier mal C4. Dann können wir. Ja, das ist gut. Wenn die jetzt hier lang kommen. Perfekt. Wir können jetzt hier in die Ecken zumindest. Aktivieren wir den Laptop, ja? So. Laptop C Download eingeladen. Es war ja klar, dass die Ecken genau nicht in dem grünen Feld sind. Die Säcke. Die sind nicht blöd, ne? Ja, ja. Okay. Oh, was ist denn jetzt los? Nein, du bist tot, nein, ich auch, nein! Oh, oh Mann! Ich muss ihre Bezahlung wohl neu verwenden. Oh, Thomas, das ist echt nicht, wahr, oder? Ey, krass! Das gibt's doch nicht. Das ist schon wirklich nicht einfach, auf jeden Fall. Boah. Ja, super. Das ist natürlich. Hast du noch genug Ehrgeiz? Oh, scheiße. Ja, komm, einen Versuch noch, oder? Ja, komm. Alle guten Dinge sind sechs, oder? Sind sechs. Ne, das ist ja vierte Runde, oder? Ich glaube schon, ja. Hm? So. Okay. Verdammte Scheiße. Das ist ja echt der Knaller. So. Das wird kein Kinderspiel. Sie müssen mehrere Laptops finden, die von unangenehmen Zeitgenossen bewacht werden. Ich habe keine Lust, ihre Gebeine bergen zu müssen. Okay, WLAN-Punkt ist da. Ist da wer? Ich habe schon wieder was. Okay, der hat mich gesehen, glaube ich. Gute Arbeit. Aber wir sind noch nicht fertig. Gehen Sie zu den Laptops. Den hab ich nicht. Hier ist ein Laptop. Aber die sind immer woanders, okay. Sollen wir hier rein? Die sind wirklich immer woanders. Boah, zwei! Nein! Komm schnell rein. Boah, ich bin voll im Arsch, ey. Laptop starten. Was ist das Ding hier? Da ist er. Sie aktivieren den Laptop. Ich mache den Laptop C-Download eingeladen. Die Zone ist echt übel, finde ich. Ja, hier sind Coins. Damit man sich noch nicht mehr irgendwo verstecken kann. Nützt es denn auch, wenn wir durch die Tür schießen, wenn die da rumlaufen? Gute Frage. Wenn wir gleich was sehen müssen. Wie geil das einfach aussah. Oh. Tür auf, bam, Tür zu. Ich muss wieder. Boah. Krasser Scheiß. Ey, wie krass das ist, ne? Die sprengen hier einfach. Oh, ich nehme mal da hinten hin. Uiuiui. Ganz cool. Ich stehe hier die ganze Zeit völlig außerhalb von der Kamera. Scheiße. Da. 107 Schuss. Mein Spiel wollte er gerade nicht mehr. Da ist einer. Laptop C, startklar. Okay. Schon wieder rot. So. Oh, Scheiße. Wo müssen wir hin? A. Ah. Da hinten ist A. Okay. Oh, weg! Oh, Blindgranate war das.
Ich glaube, da kannst du die Augen zumachen und dann zieht das Eye-Tracking, so wie ich das gelesen habe. Ich glaube auch, ja. Okay, Medikit kann ich nicht nehmen. Aber so schnell konnte ich eh nicht reagieren. So, machen wir jetzt erst den da. Ah, ja, ne? Da ist eine. Ach du Scheiße. Oh. Ist nicht wahr. Laptop gefunden. Okay, komm. Aktivieren Sie ihn, damit wir an die Daten kommen. Laptop A-Download begonnen. Vorsicht, Sie bekommen sicher gleich Gesellschaft. Ich gehe mal in die Hocke hier in die Ecke. Können die auch von hier kommen? Wahrscheinlich schon, ne? Ich höre da ist schon einer. Ich mache hier die Tür zu. Da ist die Tür. Nee. Mit der Schrotflinte Nein. Mit der Schrotflinte habe ich keine Chance. Nein! Verdammt! Es sind zu viele! Ja. Jetzt wirft er eine Granate. Boah! Nee. Das ist ja. Das ganze Knicken. Und ja, es liegt an Ihnen. Es liegt an uns, hast du gehört? Es liegt. Ja, das hätte ich mir uns auch nicht sagen brauchen. Ja, also stellen wir fest, das ist ganz schön schwer. Das ist knackig, auf jeden Fall. Voll abgenommen. Wahrscheinlich kriegt man nur Punkte, wenn man das überhaupt schafft. Wie? Also nie. Wo sieht man denn jetzt Credits? 100.000 oder 100,5? Weiß ich jetzt gar nicht. Rang 1 bin ich aber auch, ja. Das dauert aber ganz schön lange. Also. Also du musst natürlich auch wahrscheinlich auch mal Aufträge erfüllen, ne? Ich schätze schon, ja. Vermute ich mal. Soweit ich weiß, habe ich noch keinen Auftrag erfüllt. Aber du hast jetzt einen anderen Charakter ausgewählt gerade. Ja, genau. Boah, was denn jetzt? Auf einmal war das ganz hell. Ja. Achso, du hast mir. Boah, wie krass! Oh. Ja, das ist ja geil. Ist für PvP natürlich auch interessant, ne? Dass das wirklich so einen Einfluss hat dann mit der Taschenlampe. Boah, krass, ich bin voll geblendet. Das ist ja echt cool. Also von der Grafik kann man echt nicht meckern, ne? Nee, Grafik ist schon. Grafik ist super. In manchen Levels ist es ein bisschen arg dunkel, aber so ist das eigentlich. Und dieser grüne Schimmer ist ein bisschen merkwürdig, ne? Über dem ganzen Bild. Ja, siehst ja. Siehst du das auch, wenn du zum Beispiel hier oben auf das Schwarze guckst? Ja, ist alles so ein bisschen grün gehalten und dann kommt das Mura auch total durch. Bei mir auf jeden Fall. Genau. Das ist schon ein bisschen. Aber so grafisch ist das schon gut. Hier so, ja, und die Gefechte fand ich. Ich fand es auch geil, dass die Bots dann so die Türen aufsprengen hinter dir und der eine macht die Tür auf, der andere schießt dann rein. Ne? Das ist schon. Also. KI war jetzt nicht so blöd, ne? Dass die jetzt total sinnlos rumgelaufen sind. Ne? Auf jeden Fall. Also, das ist schon. Also, für uns hat es gereicht. Für uns. Auf jeden Fall. Aber ich denke mal, wenn man das hier so ein paar Stündchen zockt, dann irgendwann hat man vielleicht den Dreh raus. Ja, oder man kriegt vielleicht auch bessere Waffen. Also mit der Schrotflinte ist es echt schwierig, weil du auf Entfernung gar nichts machst. Ja, genau. Aber im Haus gerade waren die super. Ja, das war gut. Hm? Na gut. Muss man wahrscheinlich auch definitiv, also einer muss hier so eine Knarre nehmen, einer die Shotgun. Aber wenn jetzt wirklich mit 4 Mann geht, dann wäre es natürlich nochmal was anderes, ne? Ja, dann ist es bestimmt wesentlich einfacher. Wobei, dann kommen wahrscheinlich auch viermal so viele Gegner. Keine Ahnung. Oh, wir haben auch, also ich habe voll verpeilt, die Granaten zu werfen. Das mit den Granaten ist echt, ja, man vergisst das relativ schnell, ne? Gut, ich habe als Defender jetzt nur diesen Türblocker und den C4. Ja, und die kommen ja auch immer so plötzlich und dann ist man so erschrocken und bis man da irgendwas mit Granaten gemacht hat, ist man eh schon direkt tot. Aber Spaß hat es jetzt auf jeden Fall gemacht, auch wenn es jetzt nicht erfolgreich war. Ja, doch, tatsächlich. Also tatsächlich hat mir das mehr Spaß gemacht als das 4 gegen 4, muss ich sagen, irgendwie. Weil das ist, da bin ich sowieso noch schneller tot als hier immer. Wie viele Maps konntest du denn jetzt auswählen? 8, glaube ich. Oh. Also wenn ich jetzt hier gucke, ist ja immerhin schon mal was. Anlage, ja genau, 8 Stück. Das Büro, Bohrinsel, Anlage, Übungsparcours, Kreuzung, Bunker, Botschaft und Fracht. Ah, die Dinger sehe ich jetzt gar nicht.